Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen, herzlich willkommen hier zurück bei ja, unserem Grom, dem Fettsack hier in Total War Warhammer 2 auf sehr schwer in der Mahlstrom-Kampagne. Ja, da hören wir ihn auch gerade eben schon. Er ist auf jeden Fall ja, gut gelaunt, wie wir hören. Naja, so gut gelaunt wie er halt sein kann in der aktuellen Situation. Wer seid ihr denn? Die Bruderschaft des Neckreich. Ich versuche gerade eben dahinter zu kommen, was ihr seid, also... Und warum ihr seid und überhaupt und hast du nicht gesehen. Egal, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt hier unsere Siedlung wieder weiter hier hochbekommen. Denn wir haben Cambria beim letzten Mal leider verloren. Und kämpfen hier gerade eben wirklich, ja, mit Händen und Füßen in alle Richtungen. Um die Situation irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Und ich bin der Meinung, dass die Salzebene... für mich absolut ein akzeptabler Ort ist, um jetzt mal wieder zuzuschlagen. Den gehen wir da jetzt mal hier mit unseren beiden Truppen hin. Auch wenn die Spinnies jetzt hier natürlich schwer angeschlagen sind, aber das ist halb so wild. Das ist Eltarion! Orkschleier! Okay, ich bin der Meinung, wir sollten ihn verhauen. Einfach, weil wir es können. Wie sieht denn das hier aus? Ja, das ist geil. Hauen wir sie weg. Und, ja, auffressen brauche ich sie nicht. Da hole ich mir einfach das Geld, das Bonusgeld. Das ist gut. Und eigentlich möchte ich jetzt das hier weiter ausbauen auf Stufe 4. Ich mache auch tatsächlich jetzt hier wieder Plus. Das ist sehr, sehr gut. Und das hier müssen wir jetzt eigentlich auch noch irgendwie mal ausbauen. Aber das Problem ist, ich kann mir jetzt hier gerade eben das hier nicht leisten. Was sehr, sehr ärgerlich ist. So, da. Bin gespannt, ob jetzt Eltarion uns angreift. Er hat auf jeden Fall noch keine hohe Stufe. Er hat noch nicht seinen Greif. Ne, er zieht sich weiter zurück. Also wir werden jetzt erstmal hier wieder die Salzebenen attackieren, weil die mir einfach gehörig auf den Zeiger gehen. Boah, ey, wie die hier die Armeen rauskloppen, ey, diese nervigen Untoten. Ich weiß sowieso nicht, warum die überhaupt da sind. So, Level up. Der erste bekommt jetzt hier seine Riesenspinne. Na, also, find ich gut. Und wir können wieder was forschen. Die Frage ist, wohin wollen wir forschen? Hier können wir noch mehr Einkommen aus Überfällen und Ausrauben machen. Das bringt uns hier noch mehr Boni auf Goblin Steinschleuder und Kamikaze-Katapulte. Ich habe beim letzten Mal jetzt gelernt, dass wir dringend einen Bonus für unsere Orks brauchen. Gerade bei den Verteidigungen ist das absolut sinnvoll. Also Orks verbessern. Auch wenn es nicht viele Ork-Verbesserungen tatsächlich gibt. Oh, guck mal, was wir hier für Kohle den hier plündern können. Hammermäßig. Okay, also wir machen das jetzt ja relativ easy. Erstmal wird das jetzt hier belagert. Und dann werde ich mit der anderen Armee ihn da wegboxen. Weg mit ihm. Der rennt eh weg, das war klar. Und zwar, keine Ahnung wohin. Auf jeden Fall dorthin, wo der Pfeffer wächst. So, darf ich das Ding jetzt hier endlich... Wow, ausrauben. Ja. Ist ja der Hammer, was das hier bringt, ey. Und dann kann ich es jetzt hier immer noch besetzen und ihn wegnehmen. Das ist das Entscheidende. So, wieder Level-Ups. Ja, sie benötigt jetzt, wie ich finde... Ja, sie könnte ein bisschen schneller sein. Und er hier... Also ich möchte jetzt mal gucken. Die haben 96... Die normalen Gobbos 89, 76. 96 ist die Zahl, über die wir sprechen. 99, ja okay, also sie werden schneller dadurch. So, und du hast jetzt ja auch deine Riesenspinne. Jetzt haben wir hier nur noch den ja, General, der momentan noch keine Arachnarok-Spinne hat. Schauen wir mal, wie lange das so bleiben muss. Ich will auf jeden Fall das jetzt hier so schnell wie möglich wieder regenerieren. Deswegen lasse ich die jetzt hier halt auch immer mal unsere eigenen Gebiete plündern, einfach nur deswegen. Ist mir relativ egal, was da gerade eben alles passiert. Auch wenn es jetzt hier zu einer Rebellion kommt, dann müssen wir da halt durch. Baue jetzt das hier noch weiter auf. Das hier würde mich nochmal 3000 kosten, das gönne ich mir. Das hier reiße ich ab. Das hier baue ich aus.
Das hier ignoriere ich wie eh und je. Und deswegen gibt es dann jetzt ja auch gleich eine Rebellion. Habe ich inzwischen eigentlich irgendetwas Brauchbares? Hier den Blattschneiderstamm zum Beispiel mal kennengelernt. Die würden vielleicht sogar mit mir konföderieren. Das wäre interessant. Ich verlange mal Geld von ihnen. Für diesen Nicht-Angriffspakt. Ich habe das Gefühl, sie halten mich für durchaus stark. Ja komm, da wird es doch möglich sein, hier, keine Ahnung, 500 Ocken dabei rauszuschlagen. Müssen ja nicht die 600 sein. Na also. Und die Konföderation? Machen sie nicht. Die Frage ist halt, ob mir das was bringt und ich mit denen konföderiere. Was ist, wenn ich jetzt euch eure 500 wieder zurückgebe? Ich frage für einen Freund. So. Lol. Die dümmsten Goblins auf diesem Planeten. Aber das ist so wirklich Goblin-Style gerade eben gewesen, wie ich persönlich finde. So, jetzt machen wir 7000 minus. Genauso muss es nicht sein. Hallo, darf ich die jetzt hier mal anwählen? Den brauchen wir hier gerade eben echt nicht. Tschüss. Nee, das ist nicht dein Land, Junge. Ich muss jetzt hier deine Truppen loswerden. Was hat der hier für eine... Ja, das ist ein Agenten-Goblo. Den können wir uns später nochmal holen. Das ist ein Level 1 Ork. I don't care. Um Gottes Willen, ey. Weg mit. Weg mit. Ist ja schrecklich. Aber immerhin habe ich jetzt hier noch eine zweite Siedlung in Kasaba und kann das jetzt hier einreißen. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich das hier wegen der öffentlichen Ordnung hier noch behalten möchte. Das bringt gerade eben sogar echt was. So. Gut. Habe ich den einzigen Goblin, den ich jetzt hier hätte haben können, konföderiert. Und ich glaube, wir stehen kurz vor einem War. Ach, da ist Gorgazahn und da folgt jemand. Herzlich willkommen. Gorgazahn, da kamen die wieder her. Die habe ich beim letzten Mal nicht geholt. Ja, das ist natürlich eine Nachlässigkeit meinerseits. Mit der ich leben muss. Aber nicht lange. So, wir sind jetzt ja sehr gut im Plündern geworden. Sehr gut. Wir haben wieder eine Siedlung verloren, aber da war, glaube ich, auch nichts drin. Unsere Einheiten wurden verbessert. Und er hat wieder ein Level Up. So, was hole ich mir denn jetzt? Ja, ich bin der Meinung, er braucht noch mehr vernichtenden Angriff. Ohne Witz, bei ihm mache ich das sogar. Ich will mal gucken, wie hoch ich den Käse treiben kann, ey. So. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier Numas plündere. Wie viel Gold bekomme ich da? Ja, nicht so episch viel. Ich gehe jetzt hier noch daneben hin und plündere mein eigenes Gelände nochmal. Einfach damit die Spinis hier noch mehr sich von der Kämpferei erholen. Da haben wir jetzt hier wieder mehr Gold. Das ist wichtig. Wir machen jetzt auch wieder insgesamt Plus. Und jetzt kann ich hier Rekrutierungskosten senken. Das hier ist nochmal eine Verbesserung für die Wildschwein-Ork, also die Ork-Wildschweinreiter. Und hier noch mehr Verlustverstärkungsrate, insbesondere für Wild-Orks. Also was das CA mit den Wild-Orks hat, ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen ein Rätsel. Ich mache nochmal mehr Einkommenserpressungsrate hier. Ja, und hier wird es eine Rebellion geben, aber die können wir wegboxen. Mehr Wachstum nach Khemri. Ach, du ahnst es nicht. Sag mal, mit wem habe ich eigentlich alles Krieg und mit wem nicht? Ich bin gerade eben echt ein bisschen schockiert. 92. Ganz im Ernst, es ist jetzt absolut an der Tagesordnung, jetzt mal zu argumentieren, ich brauche dringend einen weiteren War. Und mit dringend meine ich dringend. Deswegen müssen wir nochmal hier was köcheln, Freunde. Und ich werde etwas köcheln, was mir nochmal einen Bonus hier auf den Warruf bringt. Und was holen wir uns denn noch dazu? Ungeheuerliche Krankheiten für Trolle und Riesen. Ist auch interessant, da kann man noch mehr Trolle rekrutieren, also bessere Trolle. Das ist immer noch so krank, das Zeug hier. Berserker für Infanterie der Orks? Nein. Regeneration? Nein.
Barbienzähne mit Pfeile. Das ist Feuerschaden. Nein, brauche ich auch nicht. Die legendären Bogenschützen der Lava-Spinnenreiter. Habe ich ja welche jetzt bekommen, ne? Die habe ich bloß noch nicht geholt. Regeneration für alle Einheiten ist eigentlich immer noch das Nonplusultra. So, jetzt sind wir schon bei 97. Es dauert also nicht mehr lange, bis wir wieder einen War ausrufen können. Und der kommt jetzt absolut nicht zu falschen Zeit. Na geil. Das Leben ist hart und gemein. Ich habe nicht gewusst, dass ich mit denen jetzt hier auch dadurch im Krieg sein werde. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich bin jetzt in einer This is Total War Situation gelandet mit Grom. Dinge, die ich nicht habe kommen sehen. Und mir schon gar nicht so gewünscht habe. So, du gehst jetzt erstmal dahin. Damit wir das jetzt hier mal kollektiv machen können. Zack. Ja, plündern und besetzen, was soll's. Und raus. Wieder. Nur damit wir jetzt hier noch wieder den Level-Up haben. Sie hat jetzt hier zermürbende Worte. Das ist sehr, sehr geil. Das ist im Grunde genau das Gleiche, was die Schlitzer machen können, glaube ich. Kann die Trolle jetzt übrigens auch verbessern. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen jetzt hier mehr Führerschaft geben soll. Ich denke an und für sich, das ist eine gute Idee. Die Trolle hauen eigentlich schon echt übel zu. Das Hauptproblem ist, dass sie immer wegrennen. Und das möchte ich jetzt hier mal verhindern. Flachmänner für Trolle, ey. Dann haben die wenigstens mal eine Führerschaft von 75, wisst ihr? Ich meine, ja, 25% mehr Waffenstärke wäre geil, aber das bringt mehr, wenn sie diese Führerschaft halt auch permanent, wenn sie diesen Schaden auch permanent einsetzen können. Trolle mit Führerschaft 75. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Okay. Hier gibt es wieder Level-Ups. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall die Reiters gemacht. Das hier bringt nochmal Boni für Kurbelwagen und für Geschosskavallerie. Ich möchte mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt da Gobbos mache. Oder nicht, nee, ich gebe mir erstmal den Marschierer. Den Rest gucken wir uns später nochmal an. Frisch. Bei ihm ebenfalls. Weil dann kommen wir nämlich zu. Ne, der hat ja gar nicht noch mehr. Okay, dann ist egal, dann kann ich eigentlich auch das da beim nächsten Mal machen. Ich dachte, da kommt noch mehr Nahkampfabwehr, aber das können die Gobos nicht. Ja, hier. Camry macht es interessanterweise plus 6. Achso, weil wir da in die Stadt reingegangen sind. I know, I know. Okay, und das hier? Ne, sind wir gar nicht. Hä, warum macht denn das jetzt hier plus 6? Ach, weil es abgelaufen ist. Der negative Effekt ist abgelaufen. Also ich muss auf jeden Fall Camry vernichten. Halten wir das mal fest. Camry muss zerstört werden. Das hier repariere ich jetzt gerade eben gar nicht, weil es mir völlig egal ist. Kasabar wird weiter ausgebaut. Hier ist noch ein Turn. Und ich hole mir jetzt das da. Und das da. Halt, nee, hier muss eine Mauer rein. Schihihihit. Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn ich hier keine Mauer reinbaue, was dann passiert. Dadurch verliere ich jetzt zwar ein bisschen Geld, aber hier muss dringend eine Mauer rein. Weil ich werde früher oder später schon nochmal ein paar Squigs gerne haben wollen. Also ich bin jetzt eigentlich nur noch von Feinden umgeben. Und ich muss mir jetzt gleich überlegen, was ich jetzt hier wegwarnen will. Wobei das Lustige ist, ich kann mir eigentlich was ganz Billiges aussuchen. Und dann einfach draufhauen und dann mit dem War wieder durch die Gegend ziehen, ne? Okay. Oder ich sage einfach, ich hole mir die Pyramide des Nagash. Oder Bagger. Bagger würde auch einen Haufen Geld bringen. Da ist nämlich nochmal hier ein bisschen Diamant drin. Das wäre auch eine Idee. Auf jeden Fall, wer ist denn das? Irgendeine komische Elfe, die niemand leiden kann. Wir holen uns jetzt hier einen weiteren War. Ich wähle das Ziel. Das wäre 21 wert. Das wäre 56 wert. Aber man kann schon mal sehen, was man hier dafür bekommt.
Einkommen aus Beute nach der Schlacht. Startmenge an Energie. Startmenge an Winde der Energie. Winde der Energie. Physische Resistenz für alle Armeen. Okay. Es muss aber auch etwas sein, was ich theoretisch erreichen kann, ne? Halten wir das mal fest. Dass da oben. Kann auch Armeen anscheinend anwählen. Okay. Ja, aber das ist mir momentan alles ziemlich egal. Was kann ich denn da machen? Angriffsbonus und mehr Gehorsam. Startmenge Winde der Magie. Nee, das will ich nicht. Das hier wäre cool. Einfach wegen dem. Aber das kann ich mir so holen. Nee, dann hole ich mir die Stoßzeit. Nee, das ist mir zu weit. Ich bin gerade eben so hin und her gerissen. Ah, will ich das oder will ich das? Das ist alles nicht so cool. Stärkerang der Fraktion 7. Ach, so ist das zu verstehen. Jetzt kapiere ich das erst. Weil die in 1 bis 10 sind, bekomme ich eine große Belohnung. Ich habe gedacht, das hängt von der Siedlung ab und ich wundere mich die ganze Zeit, warum die hier nur 7 sind. Ich dachte auch, umso höher der Wert ist. Nein, jetzt habe ich es gelernt. Okay, ja, dann nehme ich Antoch. Und wir nehmen natürlich Gorg. So. Der War ist da. Heiße, heiße, hopsasa. Da sind ein paar Kurbelwagen jetzt mit dabei. Er kann das jetzt hier definitiv angreifen, das ist gut. Dann gucke ich mal, dann würde er da hinfahren. Du gehst jetzt dahin. Kannst jetzt das hier gerade nochmal ein bisschen belagern. Ich will jetzt bloß gucken, was passiert, ob ich den hier noch kriegen kann. Ich kann ihn kriegen, er haut ab, das ist gut. Das heißt, er kämpft jetzt hier nicht mehr mit und ist damit jetzt erledigt. So, dann haben wir es nämlich hier ein bisschen leichter. So, dann wird nämlich das jetzt hier einfach ausgeraubt. Und er nimmt es ein. So, besetzen und wieder raus. Better than anyone, genau, das bist du, mein Junge. So, wir haben wieder einen Haufen Geld jetzt dadurch geholt. Er hat immer noch eine Siedlung. Oh Gott, wie geht denn das da hoch, ey? Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier den Schleicher hier bei ihm reinmachen. Und bei dem anderen mache ich das da. Ich will natürlich weiter sehen können. Und wir bleiben jetzt hier natürlich beieinander. Diese Armee hat eigentlich jetzt auch, glaube ich, relativ wenig zu lachen. So, noch mehr von diesen. 209! Der Balken müsste hier einfach über diese Grenze hinausschießen, ey. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn der jetzt irgendwas uncharged. Aber es kann nicht gesund sein. Okay, das ist jetzt wirklich sick. So, Numas wird jetzt von mir repariert und bekommt jetzt hier mal das da. Dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, neue Dinge zu bauen und ich glaube, hier haben wir. Noch nicht. Okay, aber bald. So, jetzt kommen hier. Da kann ich hier die Orks machen. Das hier wären Squigs. Ich schaue mal, ob ich hier noch irgendwas Wichtiges mir holen kann. Ja, hier brauche ich, könnte ich ja noch mehr Trolle bauen. Also überhaupt mal Trolle bauen wäre cool. Und noch eine Verteidigungsanlage haben wir noch gar nicht drin. Also gut, dann haben wir die wichtigsten Sachen jetzt hier in Karakzorn drin. In Khemri wird immer noch gebaut. Die Salzebenen lasse ich immer noch links liegen. Das hier lassen wir mal. Das wird ja repariert. Galbaras holen wir uns jetzt. Das ist ein wichtiger Ort für uns tatsächlich sogar. Für Hochelfen, Zwerge, Grünhäute, Skaven, Vampirfürsten, Anhänger und von. Warum nicht für mich? Ich fühle mich gerade eben herzlich verarscht. Ich bin eine Grünhaut. Und da steht. Dass eine Wildorg-Position ist. Ach, guck mal, da kommt er schon wieder. Elton ist wieder da. Elton. Okay, ich muss Elton definitiv auseinandernehmen. Der geht mir nämlich ansonsten demnächst gehörig auf den Zeiger. Aber erstmal bauen wir den War weiter aus. Ne? Mir völlig egal, was in diesem War drin ist. Hauptsache, der War wird geil und groß. It must be awesome and great.
So. Alles klar. Ja gut, wir haben die Siedlung natürlich jetzt hier ausgeraubt bekommen. Der War ist ein bisschen gewachsen, könnte allerdings noch mehr wachsen. Du holst jetzt hier mal schwer zu treffen. Liebe Hexe des Westens oder wie du auch immer dich selber schimpfst. Und jetzt komme ich nicht mehr nach Galbaras. Witzig. Okay, dann plündern wir diese Lande. Das bringt mir jetzt gerade eben das, was ich mir wünsche. Bin ich gerade mir überlegen, ob ich die beiden hier überhaupt noch will. Die sind so scheiße. Ich kann, glaube ich, auch bessere Truppen ausheben. Sogar global, ja, kann ich. Ich realisiere sogar, dass ich sogar die hier noch ausbilden kann, aber egal. Also erstmal ist hier diese Standard-Gobos raus. Die taugen ja nichts im geringsten. Und ich hole mir natürlich nur Sachen, die nur einen Turn brauchen. Aber jetzt bin ich mir überlegen, was ich mir dafür hole. Da sind Nachtgoblin-Fanatics drin. Und das finde ich jetzt halt eigentlich ziemlich geil. Und die haben noch Rüstungsspaltung. Ja. Willkommen in meiner Truppe, ihr kleinen Nachtgoblins-Fanatics. Und man kann ihnen jetzt hier nur Flachmänner geben oder Stachelwaffen. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, wenn man Skarsnik spielt, dann gibt es noch eine dritte Option. Ich gebe mir jetzt hier die Stachelwaffen. Dann haben die nämlich hier, glaube ich, jetzt 12 rüstungsdurchdringenden Schaden. Jupp, das macht sie sehr brauchbar. Und hier fehlt mir jetzt allerdings die Möglichkeit, noch mehr rüstungsdurchdringenden Schaden fürs Erste zu holen. Plündere ich eigentlich auch Schrott? Ja, ich sammle Schrott pro Runde 3. Coole Sache das. Okay. Ja, Numas wird wahrscheinlich nicht lange stehen gegen die Elfen. Das hier muss jetzt die Mauer bekommen. Und Khazabar wird belagert. Also ihr wollt mich aber verarschen. Also wenn die jetzt hier angreifen, dürften sie eigentlich keine Chance haben. Naja, wir werden sehen. Ich reiße jetzt das hier bei den Salzebenen ab. Ja, Eltarion ist da, ich weiß. Wie der mich halt harasst, ne? Also es ist halt schon krass, ey. Na gut, Leute, beim nächsten Mal greifen wir das hier an. Die Folgen waren in letzter Zeit sowieso ein bisschen länger, als ich wollte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis dahin, schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade.